Das anhaltend heiße und trockene Wetter wird vielen deutschen Bauern einen Katastrophensommer bescheren. Drastische Ernteausfälle sind zu befürchten. Der Bauernverband hatte deshalb staatliche Hilfen von 1 Milliarde Euro gefordert. Pauschales Handaufhalten kritisieren die Grünen. Die Dürre muss ein Weckruf sein für einen grundlegenden Kurswechsel in der Agrarpolitik, sagte Fraktionschef Hofreiter. Eine Kerbe, in die auch Klimaforscher hauen. Eine Neuausrichtung sei nötig, da uns künftig wohl häufiger der wetterbedingte Ausnahmezustand droht. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, aber nicht nur daran, sondern eben auch an genau das Gegenteil. Das heißt also sintflutartige Niederschläge, Überschwemmungen, wo dann innerhalb kurzer Zeit gigantische Wassermengen von oben runterkommen. Bund und Länder werden heute aber erst einmal über die gegenwärtige Situation der dürregeplagten Landwirte beraten. Während Getreide- und Rapsfelder 10 bzw. 13% weniger abwerfen könnten, trifft es Kartoffelbauern besonders hart. Ernteausfälle von rund 40%, so Schätzungen. Die Hoffnung auf Soforthilfen hatte Agrarministerin Klöckner allerdings sofort gedämpft. Einen Überblick könne man sich nämlich erst nach der Ernte verschaffen.